So, Operation Genesis haben wir abgeschlossen. Das hat, glaube ich, nicht gezählt als abgeschlossen, weil normalerweise würden da rechts noch was freigeschaltet werden. Oder schaltet man das erst frei, wenn man die Mission macht? Ich weiß es nicht. So, wir sind auf jeden Fall wieder im Jurassic Park hier drinne und fangen mit der ersten Mission an. Ein Bild ist 100 Punkte wert. Eine kürzlich erschienene Dokumentation hat den Jurassic Park als Schwindel bezeichnet. Helfen Sie uns, das Gegenteil zu beweisen. Das geht doch nicht hier, den Jurassic Park als Schwindel zu bezeichnen. Wir haben ja wohl gerade eben bewiesen, dass der Jurassic Park wahr ist. So, es wird geladen, es wird geladen. Gleich geht's rein. In unsere erste von 10 Missionen, die wir in dem Spiel haben. Wie gesagt, diese andere Insel, es gibt noch so eine andere Insel, wo man dann, glaube ich, nur Dinos freilassen kann. Also wirklich nur Dinos sich anschauen kann. Aber gut, das ist was anderes. Ach, diese schöne Musik immer, oder? Ist doch herrlich. Da, 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 da. Schöne Insel eigentlich hier. Da, 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 da. Ach, ist das schön. Da sind wir auch schon. Wir müssen ein Foto machen. Aus dem Jeep raus. Diese neuen Geschichten schaden unserem Ruf. Die Öffentlichkeit darf auf keinen Fall das Vertrauen in unseren Park verlieren. Ich brauche hierbei wirklich Ihre Hilfe. So, wir sollen Fotos machen, damit die Leute nicht mehr behaupten können, unser Jurassic Park wäre ein Fake. Fake News und so. 10-mal dürfen wir fotografieren. Das hier sind ja alles die harmlosen Dinos, wenn ich das richtig sehe. Ja, das sollte kein Problem sein. Da müssen wir ein bisschen zurücksetzen. Wichtige ist, viele Dinos drauf hilft auf jeden Fall bei Fotos machen. Das habe ich vorhin schon gelernt. Schöner Schuss. Das war leider nur 59. So. Okay, das müssen einfach nur möglichst viele drauf sein. Okay, gar nicht so einfach. Punkte 73 war das ja das Beste, glaube ich. Mal gucken, dass wir hier noch irgendwas anderes finden. Oh, da ist was Rotes. Oh, da schläft jemand. Oh, 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 oh. Wir fahren mal ganz schnell weg hier. Ganz schnell fahren wir hier weg. So, das letzte Foto. Letzte Fotos werden dann von euch gemacht, möglichst. Oh Gott, kommt der andere mir hinterher? Nee. Oh, da kommen noch ein paar Fleischfresser. Oh, ihr seid mein nächstes Fotoobjekt. Ah! Ah, geh weg! Geh weg! Wunderbare Arbeit! Diese Fotos werden zweifellos beweisen, dass wir lebende, atmende Dinosaurier haben. Ja, Selfie mit irgendeinem Fleischfresser am besten noch, oder? So, okay, wir sind zufrieden, wir haben die Mission geschafft. Das war jetzt eine kurze Mission. Die zweite Mission ist spannender. Da geht es darum, die Fleischfresser anzuschießen. Wir können nämlich den Park erst öffnen, wenn wir die ganzen Fleischfresser, die hier ausgerastet sind, abgeschossen haben. Also jetzt geht's in die actionreiche Mission. Jetzt wird nicht nur fotografiert, jetzt wird geballert aus dem Helikopter raus. Das ist natürlich nochmal eine ganz andere Geschichte. So, na dann. Es wird geladen, es wird geladen. Es wird geladen. So, dieser Anflug hier am Anfang ist auch immer ziemlich cool. Spinosaurier hätte ich gern mal noch einen gesehen. Ich hatte befürchtet, dass sowas passiert. Wir haben keine andere Wahl. Sie müssen alle beseitigt werden. So, wir sollen die Fleischfresser ausmanövrieren. So, nein, nicht landen. Starten sollst du, Hubschrauber. So, sind auf jeden Fall einige, die hier uns auf der Karte angezeigt werden. So, hier sind schon gleich die ersten. Boah, das ist gar nicht so leicht. So, hoppa. Man schießt, okay. Das Bereich ist nicht so groß, in dem man schießen kann. So, wir haben ihn sogar getroffen. Man muss ihn gleich mehrfach treffen. Ja, definitiv getroffen. Alter. Der hält ganz schön viel aus. Ah, das war ein Kopftreffer. Achtung. Wir raten Besuchern, die sich bedroht fühlen, umgehend die Schutzräume aufzusuchen. Jetzt seht ihr, was passieren würde, wenn wir hier selber in den Helikopter vorhin schon geflogen sind. Probieren wir wieder auf den Kopf zu schießen. Vielleicht bringt das mehr, macht das echt mehr Schaden. Nein! Das war daneben. Ja, Kopfschuss macht definitiv mehr Schaden. Damit kriegt man die auch relativ schnell. Und wir verbrauchen nicht so viel Munition, nicht, dass uns noch die Munition hier ausgeht. Gerade diese kleinen Dinos hier, die könnten schwieriger werden. Naja, getroffen, aber leider nicht am Kopf. Ey, das schaffen wir nie und nimmer. Wir gehen uns die Munition vorher aus. Wir raten unseren Besuchern, sich keinesfalls Dinosauriern außerhalb ihrer Gehege zu nähern. Das ist vermutlich ein guter Tipp. So, 9 Dinos müssen wir noch abschießen, aber das sind die kleinen. Oh Gott, die kleinen sind gemeiner. So, zoomen wir mal ein bisschen ran hier. Da muss man... Okay, man muss nur in diesen roten Bereich rein. Das war... Das war nicht im roten... Das war nicht im roten Bereich.
Das war auch nicht im roten Bereich. Na, die Hälfte der Schüsse haben wir noch. Die wollen hier raus. Alter, Alter! Das seht ihr, wenn man den. Was passiert, wenn man den falschen Zaun hat. Krass. Oh, der bleibt einfach stehen. Das ist dankbar von ihm. Wäre das hier richtig ein Shooter, das Spiel noch. So, die haben gleich gecheckt, dass ich sie abschieße. Deswegen sind sie etwas nervöser geworden. Muss immer versuchen, gleichzeitig sich mit ihnen zu bewegen, aber das ist echt nicht so leicht. Bin gerade echt froh, dass ich nicht mit Maus und Tastatur spiele, weil ich das nie und nimmer, will das nie und nimmer schaffen. So, ein bisschen Zeit haben wir noch, ein bisschen Schüsse haben wir. 6 müssen wir noch erledigen. Okay. So wird das natürlich was, wenn wir hier so treffen. So, vielleicht nochmal einen großen oder so. Nee, hier ist keiner angezeigt. Wo sind denn noch welche? Ah, da drüben sind welche. Ja, die großen sind mir eigentlich lieber, weil die sind leichter. Die brauchen zwar mehr Schüsse, aber wenn man. Oh Gott, da werden auch schon wieder kleine Dinos gefressen. Lass doch die Dinos in Ruhe. Armer T-Rex. Mir tut es ja richtig leid, die Viecher eigentlich zu erschießen, weil die sind eigentlich voll cool. Aber wenn sie natürlich irgendwelche anderen Leute auffressen, dann ist das nicht so cool. So, eine Minute haben wir noch, aber ich glaube, wir schaffen das. Das sieht gut aus. Nur aufpassen. Ups. Was? Den habe ich doch getroffen. Ja, wollte schon sagen. Den habe ich doch getroffen gehabt. So, 2 sind es noch. Oh, die rennen weg. Eine Minute haben wir noch. Das schaffen wir. 14 Munition haben wir auch noch. Ich bin zu nah rangezoomt. Und da seht ihr, was passiert, wenn die Kleinen auf die Elektrozäune springen. Bei mir sind vorhin die Saurier zum Glück auch nie so richtig ausgerastet. Das war ganz angenehm. Also es ist kein Mal gewesen, dass der Dinosaurier versucht hat, den Zaun einzureißen. Das machen sie nämlich auch manchmal. Und beim Wirbelsturm habe ich auch Glück gehabt, dass es nur das Pflanzenfressergehege getroffen hat. Weil ihr habt ja gesehen, wenn die Besucher draufgehen, dann ist es ganz schnell mal aus. So, hab's doch geschafft. Gute Arbeit. Sie haben diesen Fleischfressern gezeigt, wo es lang geht und den Park wieder sicher gemacht. Ich habe noch nicht den Evoke-Modus gespielt. Nee, so, Zeit für Action. Irgendwie konnten unsere Pflanzenfresser kommen. Sie müssen jetzt wieder zurück in ihr Gehege gebracht werden. Das Zusammentreiben beginnt. Sind Sie bereit? Ja, ich bin bereit. Ich bin bereit für Mission Nummer 3. Ja, erst züchte ich sie dann nicht. Das ist ja nicht mein Park hier gewesen. Das war ja nicht mein Park hier, wo ich gerade unterwegs war. Das war natürlich ein anderer. Ja, Jurassic World Evolution möchte ich auf jeden Fall auch streamen. Das habe ich auf jeden Fall auch vor. In dem Stream hier werde ich aber nichts mehr anderes spielen. Da will ich nur diese Missionen hier fertig machen. Wo wir jetzt schon bei der dritten von insgesamt 10 sind. So, wir müssen irgendwelche Pflanzenfresser fangen. Das ist auf jeden Fall die Mission. Und da werden wir starten von der Ranger-Station aus. Das ist schrecklich. Diese Pflanzenfresser verhungern, wenn wir sie nicht in ihre Gehege zurückbringen. Bitte beeilen Sie sich. Okay. Will auf der Insel streifen, will der Tyrannosaurier und her besitzt ihr Gewehr, um diese Raubtiere auszurangieren. Okay, 5 Edmontosaurier und 5 Parosaurier. Okay. Schauen wir mal. So. 4, okay. 4 T-Rex sollen wir ausschalten. Okay. Das kriegen wir doch hin. Flugmodus. So, Werkzeugmodus. Schießmodus will ich. Ich will den T-Rex ausschalten hier. Naja. Müssen wir ihn halt auch treffen, wenn man ihn ausschalten will. Der läuft hier eh so direkt bei unserem. Direkt unserem Ding hier rum. Hä? Der noch nachgeladen. Ich hatte genau die perfekte Position gehabt. So, dann mal den anderen. Insgesamt scheinen es nur 4 T-Rex zu sein. Das ist natürlich ein Vorteil. Ich weiß aber nicht, wie man die anderen Viecher herumtreibt. Ja. So, 3 T-Rex. Und nächsten T-Rex erwischen wir auch noch. Nein, lass unsere Saurier in Ruhe. Genau, weg mit dir. Und dann den letzten T-Rex auch noch. Oh. Ja, ich habe ihn nur in den Rücken getroffen. Langsamer. Ja. So, da hat er leider wieder einen von unseren erwischt. Aber dafür haben wir ihn auch erwischt. So, wir gehen wieder in Flugmodus, Werkzeugmodus. So, wie treibt man denn die Viecher zusammen? Okay, so kann man sie einfach in die Richtung da hinten manövrieren irgendwie, okay. So, andere Richtung. Da geht's lang. Da spielt die Musik. Wusste ich gar nicht, dass man das kann. So, alle nach vorne. Hallo,
Alles wird jetzt in Richtung Koppel getrieben. Versuch mal die da hinten auch noch hier dazu zu bringen, mal die Richtung ein bisschen zu ändern. So, einmal dahinter, dahinter. Genau, da geht's lang. Cowboy Drabu am Start. Dino Cowboy hier. In die Richtung geht's lang. Auf geht's. Nicht in die Richtung. Da geht's lang. Da will ich euch haben. Naja, wir sind auf dem richtigen Weg auf jeden Fall. Ich glaube, in 7 Minuten sollte das schon schaffbar sein. Aber wir sind noch relativ weit weggeflogen, glaube ich. Ihr lauft mir ein bisschen zu weit nach hier rüber. Ihr müsst mehr nach da gehen. Eher darüber. So, 5 müssen wir momentan noch rumtreiben. Jetzt, ihr sollt da weitergehen, Mensch, ihr faulen Dinos. Nicht abhauen. Nicht zögern hier. So. Laufen. Laufen. Ja, die laufen aber echt nicht weit, wenn man sie nicht dauernd hier antreibt. Nein. Da ist das Gehege. Da laufen wir lang. Ich glaube, ich habe gerade nur die eine Sorte von Dino hier dabei. Ah, darüber geht's. Darüber geht der Spaß weiter. Ich werde hier echt zum Dino-Hüter noch. So. Schauen wir mal. Wir sind auf einem sehr guten Weg. Wir müssen ja auch eigentlich nur 5 von denen hier reinbekommen ins Gehege. Wir haben ja das ganze Rudel hier schon mitgenommen. Keiner wird zurückgelassen. Alle mitkommen. Ab nach vorne mit euch. Das war ein bisschen zu weit rechts. Wir wollten eigentlich gerade weiter nach vorne haben. Hopp, auf geht's. Der Hubschrauber des Rumtreibers, ja. Das müsste dann aber eher eine Karte sein, das war doch die vom Rumtreiber. So, jetzt auch nochmal. Aber wie weit ist denn das Ding? Ah, wir haben's gleich. Gleich sind unsere Dinos da in Sicherheit, wo sie sein sollen. Nein, ihr sollt da reingehen ins Gehege. Genau, da sollt ihr reingehen. Nein, nicht außen rumlaufen, mal reinlaufen sollt ihr. So. Nicht wieder rauslaufen. Okay. Ah, die müssen dann noch kurz schlafen. Alles klar. Von denen haben wir jetzt auf jeden Fall genug. Von denen. Die müssen nur noch auf die andere Seite rüberfliegen und vom Rest auch noch was holen. Ja, an Simon Masrani erinnere ich mich. So. Ihr müsst jetzt mal in die Richtung. Die sehen aber fast genauso aus wie dann in Dinos. 5 brauchen wir insgesamt. Eher hier rüber. Aber wir nehmen noch ein paar mit. Wir nehmen euch auch noch gleich mit. Kein Dino wird zurückgelassen. Aber eigentlich kann euch hier gar nicht mehr so viel passieren. Ich meine, die Fleischfresser habe ich ja schon heroisch erledigt. Die schönen T-Rexe. Die Dinos hier sehen eigentlich auch ganz nett aus. So, ups. Einmal nochmal nach vorne. Ab durchs Wasser mit euch. Ihr könnt schwimmen, das glaube ich schon. Das kriegt ihr hin. Blubber. So, jetzt so ein bisschen hier, eher so die Richtung weiter. Ja, das ist ganz cool, weil man hier dann so ein bisschen die Mechanik nochmal von dem Spiel bisschen mehr testen kann, weil ich meine, bei der anderen Variante geht es meistens schneller, wenn man eigentlich den Ranger alles machen lässt. Aber so kann man natürlich auch nochmal selber ein bisschen rumfliegen, was man vielleicht im Hauptspiel etwas vernachlässigt hat, was ja eigentlich eine ganz coole Mechanik ist, dass man da selber in den Heli einsteigen kann und selbst auf Dino-Jagd gehen kann. Ja, wir sind auf einem guten Weg. Wir sind definitiv auf einem guten Weg. So. Ups. Dachte, da vorne sollt ihr gehen. Ihr faulen Dinos. Da geht's lang. Ah, Mann. Die sind ja schlimmer als die Kühe auf jeden Fall. Jetzt die anderen rennen auch schon wieder raus aus der Koppel oder was da oben. Ja, die treiben wir hier gleich wieder rein, alle. Falls hier welche rauslaufen. Ah ja, hier haben wir genügend reingetrieben. Doch, das sollte auf jeden Fall reichen. So, hier geht's alle mal schön schlafen hier. Und dann wird alles gut. Gut gemacht. Vielen Dank, dass Sie unsere Pflanzenfresser gerettet haben. Gern geschehen, Ellie. So, nächste Mission heißt Dinosaurier und das Wetter. Safari. Die Ingen-Wissenschaftler möchten die Auswirkungen des Wetters auf das Verhalten von Dinosauriern genau erforschen und brauchen ihre Hilfe. Okay. Muss ehrlich gesagt zugeben, da kann ich mir noch nicht so genau vorstellen, wofür sie da unsere Hilfe brauchen, aber... Okay, wir werden es herausfinden, wo wir ihnen da weiterhelfen können. Over the Rainbow, da muss ich erstmal einen Regenbogen hier finden, damit ich hier Over the Rainbow fliegen kann.
Der Dino schlechter, ja. Da kann ich nichts dafür, das Spiel hat es von mir verlangt. So, diesmal aber wieder Safari. Safari ist immer Fotos machen eher. Das ist eine fantastische Forschungsgelegenheit. Nutzen wir sie. Unser Wissenschaftsteam braucht diese Fotos. Okay, wir müssen einfach mal Fotos vom Verhalten der Dinosaurier machen. Okay, alles klar. Oh, wir haben sogar drei Autos, falls wir eins mal schrotten. Gallimus während der Hitzewelle, alles klar. So, Foto schießen. Sehen wir einen Gallimus irgendwo? Das ist kein Gallimus. Gallimus sind so ein bisschen bräunlicher, oder? Immer gleich am Anfang die Fotos machen, das macht es einem da natürlich leichter dann. Wie viele soll ich da noch drauf machen? Zählt denn das nie? Wir mussten auf jeden Fall ein Foto von einem von denen machen, weiß ich. Okay. Okay. Anscheinend muss ich von euch doch kein Foto machen. Jedenfalls meint das Spiel, dass ich davon von euch kein Foto machen muss. Das Punkteergebnis ist ja wurscht. Ich muss ja nur ein Foto machen, allgemein von denen oder etwa nicht. Oder hat man da die Umgebung zu wenig gesehen? Dass man zu wenig gesehen hat, dass da gerade hier die Dürre herrscht, bei der wir sie eigentlich fotografieren sollen. Vielleicht müssen wir noch ein Foto von weiter weg nochmal machen. Probieren wir es aus. Probieren wir es aus. So. Vielleicht noch ein bisschen mit Himmel. Oh, das Foto ist doch ganz schön. Ist jetzt gezählt? Nee, okay. Die müssen wir anscheinend echt nicht fotografieren. Naja, gibt ja noch genügend andere, die es jetzt zum Fotografieren gibt. Nehme ich mal an. So. Das ist bloß der wieder zu Raptor, oder? Ja, das ist bloß der Leckeren. Fantastisches Foto. Ja, den brauchten wir aber leider nicht. Der stand leider nicht auf der Liste der Viecher, die wir fotografieren müssen. Diese kleinen Dinos, die sehen sich auch alle so ähnlich. Das ist echt schwer zu sagen, welchen man da schon hat und welchen nicht. Wo sind noch mehr Dinos? Das war einer von den kleinen hier. Also den roten großen Fleischweißen müssen wir auf jeden Fall fotografieren. Immerhin kann man hier ein bisschen rumhüpfen. Ich glaube, das ist auch so diese Insel hier, wo einfach nur so Fressdinger sind. Das ist auch, glaube ich, das, was man dann selber machen könnte, theoretisch. So, ihr seht doch vielversprechend aus. Wenn ihr nicht gleich meinen Jeep schrottet, dann seht ihr vielversprechend aus. Ah, der hat jetzt gezählt. Der hat wenigstens gezählt, der Ceratosaurus. Wenigstens einer. Aber eigentlich sind sie gar nicht so aggressiv, also wenn man nur so ein bisschen an ihnen vorbeifährt, man darf halt nicht direkt vor ihnen halten. Ich glaube, dann kann schon mal passieren, dass sie versuchen, einen Stegosaurus von hinten hat das... Ja, hat funktioniert. Was? Wieso habe ich jetzt auf einmal zwei geschafft? Okay. Gut, fehlen uns nur noch zwei. Auch recht. So, hier vorne sind auf jeden Fall noch ein paar Dinos. Gallier sind da, glaube ich. Die Gallier! Bleibt da, ihr Gallier! Autsch! Ich habe einen Galliosaurus angefahren. Sorry. Gallimus. Hey, das hat doch gezählt. Wieso hat das schon wieder nicht gezählt? Da ist doch eindeutig einer drauf. Ist irgendwie etwas seltsam, was da als Foto zählt und was nicht. So, also da waren sie jetzt wirklich mehr als gut drauf. Das hat bestimmt weh. Oh, oh. Oh Gott, wir müssen schneller sein. Wir haben schon wieder zu viel Zeit. Uns zu viel Zeit gelassen. Nein! Achtung! Nein! Wir waren zu langsam. Achso, Verhalten während eines Wolkenbruchs zu schießen. Weitere Informationen finden Sie... Okay. Müssen wir doch nicht alle machen, oder was? Das tat bestimmt weh. Ach so, von dem letzten Saurier, da muss man erst machen ein Foto, wenn es regnet. Ah, okay. Verstehe. Das können die. Ah, das sind dann die Dinos wahrscheinlich, oder? Schöner Schuss. Ja, ich glaube, das ist es, oder? Ja, das war's. Jetzt noch von den anderen mit Haar. Haar sind, glaube ich, die Kleinen auch gewesen. Oh Gott. Aber da steht doch schon, dass wir alles geschafft haben.
Oder, ach, da unten gibt's noch. Ah, gibt's auch noch zwei. Okay. Zwei haben wir noch. So, seid ihr hier? Ja, ich glaube, das sind sogar die hier, oder? Ich glaube, das ist sogar so einer, wie ich fotografieren soll. War das so einer? Ja, das war so einer. So, jetzt brauchen wir noch den Velociraptor. Da wissen wir zumindest, wie sie aussehen. Jetzt müssen wir sie noch finden. Schauen wir mal, ups. Schauen wir mal kurz auf die Karte. Okay, wir sind auf dem richtigen Weg. Da vorne sind zumindest die roten Dinos. Irgendwo da vorne sind die roten Dinos. Und die roten Dinos sind natürlich die Velociraptoren unter anderem. Da irgendwo einer ist einer. Ich sehe ihn noch nicht. Da ist er, ich sehe ihn. Also er war drauf auf dem Foto. Gut. Ja. Diese Fotos sind ausgezeichnet. Und unser Wissenschaftsteam lässt Ihnen danken. Alles klar. Der Stream lag bei dir, dann liegt es aber an deinem Internet. Glaube ich. So, zurücksetzen. Nö. So, wir haben es geschafft. Jetzt müssen wir den Präsidenten retten. Na, das klingt interessant. Ah, mir ist eigentlich möglich, mal VR-Spiele zu streamen. Das ist unpraktisch, weil ich dann nicht sehe, wann ihr mir was schreibt im Chat, weil ich den Chat ja nicht sehe auf der VR-Brille. Deswegen ist das momentan eher nicht geplant. Leider ist der Part dieses Projektes nun auch schon vorbei, doch es bleiben dir drei Möglichkeiten, um weiterzumachen. Klickst du links oben auf das Bild, kommst du zum nächsten Video dieses Projektes. Klickst du hingegen links unten auf das Bild, kommst du zur Playlist, wo du alle Videos des Projektes nochmal in der Übersicht findest. Klickst du rechts oben auf das Bild, kannst du meinen Kanal abonnieren, was mich sehr freuen würde. Ich wünsche dir wie immer eine wunderbare Zeit und möge die Macht mit dir sein. Servus.